Für den SWIT hat die Berufsbildung zentrale Bedeutung. Pro Jahr durchlaufen über 1500 Berufstätige einen Lehrgang beim Verband. Der SWIT ist damit der Marktführer in allen Regionen der Schweiz. Berufsbilder in der Immobilienwirtschaft, die verändern sich. Tendenziell vom Generalist zum Spezialist. Dabei spielt Digitalisierung sehr eine zentrale Rolle. Das heisst für die Berufsbildung, wir müssen uns sehr stark mit den inskünftigen Jobprofilen auseinandersetzen und anderweitigen Kompetenzen. Das bedeutet, Nähe zu unseren Mitgliedern zu haben. Die Heterogenität in unserer Branche im Zusammenhang mit der Digitalisierung hat zentral Auswirkungen auf das Jobprofil und natürlich auch auf die Ausbildung. Mein Name ist Yves Weibel. Ich habe letztes Jahr meine kaufmännische Ausbildung im Immobilienbereich abgeschlossen und bin seitdem Teil des Verkaufsteams bei der Goldinger Immobilien in Amriswil. Anfangs Jahr habe ich die Weiterbildung zum Assistenz Immobilienvermarktung bei der Swiss School in Zürich angefangen. An der Immobilienbranche fasziniert mich der vielfältige Berufsalltag und die Begleitung in einem außergewöhnlichen Moment, nämlich im Kauf oder Verkauf von seinem eigenen Heim. Für viele Immobilienfachleute ist die kaufmännische Grundbildung der erste Schritt in die Branche. Damit sichert sich der Sektor seinen Fachkräftenachwuchs. 2021 haben 170 Personen die kaufmännische Grundbildung abgeschlossen. Die Zahl der Lehrabschlüsse bewegt sich seit 10 Jahren auf stabilem Niveau, allerdings nicht im Gleichschritt mit der Zahl der Angestellten. Mein Name ist Joanna Mürner, ich bin Teamleiterin und Arealmanagerin bei der Mobimo in Küsnacht. Ich bin unter anderem zuständig für die Strategie und Kommunikation von den beiden Arealen Seehalle Horgen und Mathof in Kriens, wo wir uns jetzt heute befinden. In meinem Berufsalltag schätze ich insbesondere den nahen Kontakt mit der Mieterschaft. Gleichzeitig bin ich mit vielen Fachfragen konfrontiert und sehr froh, dass ich auf eine fundierte Ausbildung als Immobilienbewirtschafterin und Immobilientreuhänderin bei der Swiss School zurückzugreifen darf. An der Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft fasziniert mich insbesondere, dass sich Bedürfnisse der Anspruchsgruppe im stetigen Wandel befinden und man damit immer wieder an neue Herausforderungen wachsen darf. Die Bewirtschaftung ist derzeit im Umbruch. Dies eröffnet viele berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Auch während des Pandemiejahres 2021 haben 1500 Studierende einen Assistenz- oder Sachbearbeiterkurs, einen Lehrgang zum eidgenössischen Fachausweis oder zum eidgenössischen Diplom absolviert. Das sind erneut 4% mehr als im Vorjahr. In der Schweiz sind über 41.000 Vollzeitbeschäftigte der Immobilienbranche zuzuordnen. Etwa 3/4 sind bei einem Firmenmitglied des SWIT angestellt. Mit der zunehmenden Professionalisierung der immobilienbezogenen Dienstleistungen bietet der Immobiliensektor große Wachstumschancen. Damit ist die Branche aber auf Nachwuchs angewiesen. Und hier kommt der SWIT ins Spiel. Der Verband sieht seine Rolle darin, den Berufstätigen eine praxisnahe und fundierte Ausbildung anzubieten. Die Ausbildung ist ein zentraler strategischer Pfeiler vom Verband. Wir als Marktführer stehen da in der Verantwortung. Darum ist es sehr wichtig, dass wir die Veränderungen antizipieren und auf unsere Ausbildungslehrgänge ausrichten.